Adrian von Ascalan und seine Gefährten sind in Daspota mal wieder und haben zuletzt die letzten Häuser hier ausgekundschaftet und waren und sind eigentlich auch immer noch auf der Suche nach dem Daspota-Schatz. Aber den Daspota-Schatz scheint es in Daspota nicht zu geben. Und das passt auch zu meiner Erinnerung. Ich bin nämlich ein bisschen in mich gegangen und habe mal überlegt, wie das im Originalspiel war. Und meiner Erinnerung nach war der Daspota-Schatz tatsächlich nicht in Daspota, sondern der war irgendwo hier, ich glaube, in Ribon. Ich meine, Ribon gehört irgendwie zu Daspota dazu, so gefühlt. Also zu Daspota heißt es ja, schon am Ortseingang merkt man, dass man hier nicht willkommen ist. Das Piratennest riecht an allen Ecken und Enden nach Ärger. Und zu Ribon heißt es, die etwa 80 Einwohner Ribons fügen sich in ihr Schicksal, dem Piratenhafen Daspota als Nahrungsquelle zu dienen. Fremde sieht man hier selten, weswegen sie auch argwöhnisch beäugt werden. Ja, und diese Fremden ziehen jetzt mal von Daspota aus nach Ribon. Und vielleicht ist hier hinten da, wo dieser Weg hier zu sehen ist, der hier in dieses Gebüsch führt. Vielleicht ist da diese Höhle. Aber zieht einfach mal los. Mal schauen, was passiert und wie lang der Weg eigentlich ist. Auf einem Stein am Wegrand sitzt ein Fallensteller und reinigt seine Gerätschaften. Etwas über die Region erfragen. Hinter mir erhebt sich ein mächtiger Gebirgszug, der das Land der Torwaler praktisch in zwei Hälften teilt. Kaum ein Weg führt durch die steilen Täler, in denen Lawinen und reißende Gebirgsbäche ständig das Leben des Wanderers bedrohen. Erzählt euch der Fallensteller, ohne von seiner Arbeit aufzuschauen. Habt Dank für diese Auskunft, mögen die Zwölfe mit euch sein. Rast machen, ja, es ist kalt, stürmisch und dunkel. Macht mal eine Rast, trotzdem geht jemand jagen, nämlich Imion. Findet Wasser, kann aber nichts entdecken. Na, da ist es eben so. Wie ist die Wache eingeteilt? Merit, Dringil, Gaskorin, das kann ich so lassen. Und dann schlaft mal, oder? Es ist ja jetzt mittlerweile Frühling. Moment mal, geh mal weg hier. Es ist ja Frühling. Eigentlich könnte ich mal probieren, ob ich mit Doron nicht doch was finde in Sachen Kräutern. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, mir mal die Talente von Doron anzuschauen, der in Pflanzenkunde jetzt eine 10 hat. Wenn ich das Ding mal an Gaskorin gebe, dann hat Doron in Pflanzenkunde immer noch eine 10. Jetzt das Ding zurück und wo nimmt man das hin? Nimmt man das in die Hand? Wahrscheinlich. Wie sieht's jetzt aus? Pflanzenkunde immer noch 10. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass mir gesagt wurde, man muss die nur in der, also im Rucksack tragen. Ja, wie dem auch sei. Ich werde einfach mal das ihm hier in die Hand packen und dann schicke ich ihn mal auf Kräutersuche. Doron. Aber nicht so lange. Ist schon bald Mitternacht. Ja, mach mal 2 Stunden. Mal sehen, ob du überhaupt was findest. Ich finde einen braunen Pfeiferling schon wieder. Habe ich sowas nicht irgendwo schon hier im Gepäck? Ja, tatsächlich. Ach so, hier. Raus. Also ein brauner Pfeiferling wurde gefunden. Das ist, glaube ich, aber ein Kraut oder vielmehr ein Pilz aus dem Koch-Add-on. Der nutzt mir gerade wenig. Ich hätte lieber Wirselkräuter oder solchen Kram gefunden. Und jetzt schlaft mal. 8 Stunden. Weiterreisen. Ribon ist nah, auch wenn es ins Gebirge geht. Eine wankende Gestalt. Auf dem schmalen Pfad kommt euch eine Gestalt entgegengetorkelt. Ihr wollt schon dem Betrunkenen freie Bahn geben, als ihr feststellt, dass es sich um eine Frau handelt, die nicht etwa berauscht, sondern schwer verwundet ist. Sie blutet aus mehreren Schwertwunden.
Noch bevor ihr etwas unternehmen könnt, hat sie Dorun an der Schulter gepackt und stammelt in sein Ohr. 10 Meilen hinter Ribon. Der Daspota-Schatz. Estorik, das Schwein. Alles voller Fallen. Arg. Bluthustend bricht die Frau zusammen und stirbt. Eine Durchsuchung der Leiche bringt keine weiteren Informationen zutage, wollt ihr. Also, sie sagte 10 Meilen hinter Ribon, der Daspota-Schatz. Ja, das passt zu meiner Erinnerung. Und da die Leiche bereits untersucht ist, wird sie jetzt mal beerdigt, um Boron zu gefallen. Und da sind die Helden in Ribon. Karte? Ja, das ist bestimmt nur ein kleines Nest. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch so ein Ärger ist in jedem Haus. Nee, das scheint eine normale Stadt zu sein. Mit normalen Leuten und normalen Gasthäusern, die ich ganz bestimmt auch aufsuchen werde, wenn ich jemals eins finde. Hier, wo ist denn der Eingang? Hier. Gasthaus am Hafen in Ribon schnackt mal mit dem Wirt. Ein leises Fiepen verrät. Was soll... Was? Travia sei's gedankt, dass es auch noch anständige Reisende gibt. Dies könnte euch weiterhelfen. Wenn man sich über die Jaldor-Berge nach Tos durchschlägt, kommt man an einer Berghütte vorbei. Vorausgesetzt, die Berghütte steht noch und wurde nicht im Laufe der Zeit ein Opfer der Natur. Aha, es gibt also einen Weg nach Tos, also über die Berge. Mhm. Mietet euch bitte eine Suite. Und wie ist der Status? Ja, Hunger und Durst sind vorhanden. Ein erlesenes Menü, sehr schön. Ja, Hunger und Durst sind nicht mehr vorhanden. Aufs Zimmer gehen. Und eigentlich ist noch genug Zeit, dass hier jemand mal ein bisschen was machen könnte. Also ein Ritual. Zum Beispiel hätte ich gerne... Halt, hallo? So, von Dorun. Das Dolchritual versucht. Was aber fehlschlägt, wie zu erwarten. Myria könnte weiter meditieren. Das bringt aber bei ihr nichts. Kesselweihe kann ich noch nicht wieder machen. Das nächste, was ich machen könnte, wäre mit Adrian. Wobei, wenn ich jetzt wirklich in den Daspota-Schatz hineinstolpere, demnächst, dann sollte ich mit Adrian vielleicht nicht unbedingt jetzt Astralpunkte verballern. Wobei ich das mit Dorun schon gemacht habe. Ach, egal, komm. Stabzauber hast du schon den 4. Kugelzauber. Da fehlt ja noch einer, richtig? Ja, Kugelzauber. Mach das mal. Fehlgeschlagen. Ah. Okay, dann schlaft. Raus. Und auf die Karte geschaut. Hier ist ein Travia-Tempel. Ich schaue mal gerade durch Ribon durch, ob es hier irgendwas gibt, was sich anzuschauen lohnt. Das Wetter ist mies, wie so oft. Einmal eine große Runde gedreht. Da ist was. Das Haus von Elbrecht Jorasson. Das schaue ich mir gleich mal an. Elbrecht. Der Name ist auch neu. Hier hinterm Travia-Tempel geht es noch weiter. Ansonsten ist hier nicht mehr viel. Ich kann hier am Ufer nochmal lange wetzen. Und währenddessen kritzeln die Helden fleißig an einer Karte. Und hier hinter dem Tempel. Also hier irgendwo. Ja, das ist Ribon. Mehr ist es nicht. Es gibt einen Schmied, es gibt eine Herberge, es gibt einen Tempel. Und es gibt das Haus von Elbrecht Jorasson. Das schaue ich mir mal näher an.
Hoffentlich schnackt er nicht so lange, beziehungsweise lässt meine Helden rein bei dem Sauwetter. Geradeaus, da. Elbrecht, mein Guter, was hast du mir zu erzählen? Als ihr gerade klopfen wollt, bemerkt ihr, dass die Tür einen Spalt breit offen steht. Auch wenn die Schmiede hinter euch viel Lärm macht, könnt ihr doch Folgendes verstehen. Und wenn ihr nicht wollt, dass hier Schwarzbart euch ein Haar krümmt, dann rückt sofort die Wertsachen raus. Gaskurin öffnet vorsichtig die Tür. Ihr seht einen Mann mit einer Frau, die ein kleines Kind in den Armen halten. Drei muskelbepackte Torwaler mit schwarzen Kopftüchern und gezückten Entermessern bedrohen die Familie. Wir helfen mal. Sobald ihr das Haus betretet, drehen sich die Hünen um und greifen euch an. Tja, das ist dann aber euer Pech, meine Lieben. Oh, oh, oh. Ein Auge, was? Vier Finger, wie heißen die? Vier Finger Jim, ein Auge und Schwarzbart. Schwarzbart, der sinnigerweise blond ist. Die sind alle blond. Ja, Doron, wo bist denn du? Du bist da hinten, du hast die Kräutersichel in der Hand. Das ist jetzt ungünstig. Bitte mal hier so. Und dann kannst du leider nicht mehr schießen. Dann geh mal irgendwo zur Seite. Adrian, du gehst auch erstmal weg. Dringil steht da, das ist gut. Trifft sogar. Myria sucht es weiter. Imion, was machst du? Blitz dich, Find. Du blitzt, aha. Merit. Gaskurin. Gaskurin sollte auch zur Seite gehen. Am besten dahin. Und Merit dahin. So. Jetzt ist die Aufstellung da. Und ich glaube, bei den Ganoven hier habe ich keine Gefahr, dass ich hier verliere. Deswegen wird beschleunigt. Zwei sind geflohen, leider. Und ich finde ein Florett, das gehört Dringil. Und darüber hinaus drei Entermesser, ein Messer, einen Dolch, einen schweren Dolch, ein Trinkhorn und eine Flasche Schnaps. Habt vielen Dank für eure Hilfe, sagt der Mann, der seine Frau immer noch fest im Arm hält. Es kommt zwar nicht oft vor, aber immer mal wieder tauchen hier ein paar Piraten aus das Pota auf und setzen uns Dorfbewohner unter Druck. Wir haben es hier wahrlich nicht leicht. Die Familie bedankt sich innig bei euch und wünscht euch alles Gute, als ihr das Haus wieder verlasst. Okay. Keine Belohnung? Schade. Ja. Keine Belohnung. Na gut. Dringil, du tausch bitte deine Waffe aus. Und dann gibt's einmal einen Odem Arcanum. Odem Arcanum. Aber das ist alles normaler Plunder. Ich sortiere das alles gerade in den Esel und sorge für neue Munition. So, und dann kehren die Helden nochmal ein. Bei dem Mistwetter werden sie nicht Ribon verlassen. Das geht überhaupt gar nicht. Außerdem würde ich gerne ein paar Astralpunkte regenerieren. Und
dazu würde ich ganz gerne mal irgendwann den Weg wiederfinden zu dieser Spelunke. Mit erlesenem Menü, das habe ich nicht vergessen. Und der Eingang ist wie immer nicht zu finden, hier. Also, mietet euch bitte nochmal ein Zimmer. Ne, geht mal raus, 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 raus. Nochmal neu mieten. Reingehen und dann würde ich gerne meditieren. Dorun? Oh, 15? Adrion vielleicht noch, oder? Imeon? Ne, lieber Adrion. Das sieht so wenig aus, aber Adrion hat ja auch die meisten Astralpunkte. Aber also 15. Und dann schlaft mal den ganzen Tag. Und dann sind die Astralpunkte wieder voll. Dr. Dringil. Achso, futtert mal noch was. Das Wetter ist nicht besser geworden. Oh Mann. Dr. Dringil, bitte mal Heilkunde Wunden auf Adrion. Ach, 2. Na gut. So, also mit Ribon wäre ich fertig und habe ja gelernt, dass es hinter Ribon den das Botaschatz gibt. Und ich glaube, die Helden sind ganz gut gerüstet. Da gehe ich jetzt mal hin. Also es müsste jetzt einen Weg von Ribon irgendwo anders hingeben. Nach Oberorgen? Nein. Nach Toss über die Jaldor-Berge? Aha. Da will ich natürlich nicht wirklich hin. Sondern ich möchte, dass die Helden dann umkehren. Wobei ich den Weg irgendwann mal gehen muss. Und das wäre auch gar nicht so verkehrt, stelle ich gerade fest. Wenn ich den Weg gehen würde. Es ist immerhin Frühling mittlerweile. Es ist nicht mehr Winter. Ja, vielleicht wage ich das. Also von Ribo nach Toss. Und zwischendrin dann den Daspota-Schatz entdecken. Das wird, glaube ich, ein neuer Dungeon sein. Wenn ich damit dann fertig bin, Klammer auf, und hoffentlich nicht überladen bin, Klammer zu, dann könnte ich den Weg nach Toss weitergehen und dann hier oben Klanek, Witsand, Ala und so weiter mir anschauen und dann hier über Orville zurück nach Otaria. Dann habe ich da viele, viele, viele Flacken abgearbeitet. Und das ist der Plan. Mal sehen, wann ich ihn wieder über den Haufen werfe. Lauft mal los. 10 Meilen hinter Ribon, das kann gar nicht so weit sein. Habt ihr irgendwas entdeckt oder habt ihr nichts entdeckt? Rastet mal. So, jemand geht bitte jagen, das ist Imeon. Okay. Dann... Ich bin immer noch unsicher, ob ich die Sichel anlegen muss oder nicht. Dorun geht mal auf Kräutersuche. 3 Stunden. Ah, immer noch nichts. Das ist der Wahnsinn. Dann, ja. Schlafen. 7 Stunden. Weiter. Ohne große Vorwarnung löst sich über euch plötzlich ein Felsbrocken und rast in einer immer größer werdenden Lawine zu Tal. Na toll. Ihr hechtet in die Deckung eines Überhangs. Der Weg hinter euch ist, zumindest für geraume Zeit, versperrt. Und dort, wo ihr noch Augenblicke vorher gestanden habt, türmen sich jetzt die Geröllmassen. Na klasse, hoffentlich habe ich den Abzweig zum Daspota-Schatz noch nicht passiert. Oh je. Am Wegesrand hat es sich ein reisender Krämer bequem gemacht. Seine Kiepe ist offensichtlich bereits geleert, sodass er euch nichts mehr verkaufen kann. Wollt ihr etwas über die Region erfragen? Im Winter ist diese Strecke lebensgefährlich. Ihr könnt sie nicht benutzen und müsst einen anderen Weg wählen, meint der Kiepenkerl freundlich warnend. Aber es ist nicht mehr Winter, es ist Frühling.
Während ihr so munter vor euch hinmarschiert, bemerkt ihr, dass es in dieser Gegend ungewöhnlich ruhig ist. Viel zu ruhig eigentlich. Urplötzlich flattert ein großer Schwarm Krähen vor euch auf. Mehr aus Intuition denn aus bewusster Überlegung springt ihr zur Seite in die Deckung eines Felsens. Vom gegenüberliegenden Hang donnert ein Steinschlag zu Tal. Staub nimmt euch die Sicht, Steine fliegen durch die Luft. Dann senkt sich der Staub. Wo ihr vor einem Augenblick noch gestanden habt, liegt jetzt ein riesiger Felsblock. Schon wieder. Der Pfad, auf dem ihr euch befindet, läuft auf einen schmalen Grat zu, der sicherlich 200 Schritt Länge hat und höchstens 2 Spann breit ist. Auf beiden Seiten geht es steil, mehrere Dutzend Schritt in die Tiefe. Ach ja, ich würde ja gerne jetzt mal ein paar Kletterutensilien auspacken, aber... Einige von eurer Gruppe trauen sich nicht weiterzugehen, also müsst ihr wohl vor dem Grat Rast machen. Ja, das kann ich machen. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich schon an diesem Abzweig, zu dem das Mutterschatz vorbei bin und Dorun den nicht gesehen hat. Toll. Eselchen, ich sollte auf alle Fälle mal ein paar Sachen rauspacken, die irgendwie Klettern erleichtern. Zum Beispiel... Also eine Schrickleiter ist immer gut. Adrian. Zack. Dann habe ich hier Kletterhaken. Nimm da mal 3 raus. Seil habe ich ja, weil ich ja diese Zauberstäbe habe. Was kann ich noch benutzen? Ja gut, du kannst auch ein Seil haben. Dringi kann auch ein Seil haben. Noch irgendwas, was mir das Klettern erleichtert? Ich glaube nicht. Na gut, dann jagen. Kann nichts entdecken, schade. Kräutersuche. 3 Stunden. Ach, immer daneben. Dann schlaft mal. Ach, wer kommt denn da? Skelette. Ich habe gerade echt keine Lust. Wer bist denn du? Ein Kultist? Dringilein ist aber wach. Das ist schon mal gut. Stell dich mal da hin. Und Herr von Askalan ist auch wach. Und Imion. Blitz dich, Finn. Oh. So, Herr von Askalan, gehen Sie mal weg. Schießen Sie mal. Wäre schön, wenn die anderen mal aufwachen könnten. Myria hat's geschafft. Und Dorun hat's auch geschafft. Und der hier, der dreht seine Runde auf dem Feld. Toll. Ja, wo ist wohl der Abzweig zum Daspota-Schatz? Ich bin mit Sicherheit schon mehr als 10 Meilen hinter Ribon. Im Zweifelsfall muss ich umkehren. Tja, Adrian. Dahin. Schieß auf den Kultisten. Und mach mal Merit und Gaskurin wach neben dir. Dorun. Ach nee, das ist Dorun, gar nicht Gaskurin. Dir muss ich erstmal was in die Hand geben. Schuss. Ja. Auf Skelette zu schießen, das bringt nicht so wahnsinnig viel. Ich muss auf diesen Kultisten schießen. Das ist der Schweinehund hier. Ja, geht gerade nicht mehr. Schade. Dringi, die Attacke. Jawohl. Oh, der war gut.
Und alle sind wach. Endlich. So. Der Kultismus weg, der nervt. Ah, jetzt triff doch mal, Mensch. Du wartest. Du gehst dahin. Schuss. Ja, so geht das. Blitz dich, Finn. Oh Mann, Emion. Dringil, komm. Stich ihm irgendwo hin, wo es besonders wehtut. Ja. Merit dahin. So. Die Aufstellung steht, glaube ich. Ich würde mal behaupten, ich kann jetzt allmählich anfangen zu beschleunigen. Wir haben gesiegt. 1 Dukane, 6 Silberstücke, 7 Heller. Schön. Außerdem ein silberner Stirnreif. Der wird doch nicht magisch sein. Ja, vermutlich nicht. Und einmal Proviant. Ihr beschließt, auf Händen und Knien über den schmalen Grat zu kriechen. Hoffentlich greift euch jetzt niemand an. Trinkilein, wieso bist du eigentlich vorne? Ach, ich frag mich. Endlich erreicht ihr das Ende des Grats und traut euch nun auch wieder aufrecht zu laufen. Der Pfad, auf dem ihr euch befindet, wird mehr und mehr zu einem Labyrinth einzelner, sich zwischen Felsblöcken hindurch schlängelnder Gassen. Wollt ihr Doro nach vorn stellen? Das ist blöd, wenn die Helden überrascht werden nachts und dann scheint irgendwie die Reihenfolge des Aufwachens irgendwie dafür zu sorgen, dass hier unten die Reihenfolge der Helden durcheinander gebracht wird. Eine andere Idee habe ich nicht, warum das jetzt so ist. Aber ich kann es auch nicht ändern. Versuchen, die Richtung einigermaßen beizubehalten. Ihr behaltet die Generalrichtung bei und es gelingt euch, auf einem schmalen Grat oberhalb der Felsblöcke das Gewirr zu umgehen. Hier scheint euer Weg zu enden. Vor euch erstreckt sich ein reißender Bachlauf, eingeschnitten in eine vielleicht 15 Schritt tiefe und 4 Schritt breite Klamm. Wollt ihr? Tja, ich bin mir mittlerweile sicher, dass die Helden den Abzweig zum Daspota-Schatz verpasst haben. Ich bin mitten im Gebirge. Ja, meine Helden müssten eigentlich die Solidarität-Brücke jetzt zaubern. Das ist ein... Ich muss mal gerade schauen. Was ist denn das? Elemente, oder? Ja. Myria oder Emion sollten das können. Hier scheint euer Weg. Myria beschreibt mit der ausgestreckten rechten Hand einen Bogen in die Luft und summt dabei einige elfische Worte. Die Luft vor euch beginnt in allen Farben der Zar zu flimmern. Allerdings fehlt dem Ganzen ein wenig die Ordnung. Von einer stabilen Brücke ganz zu schweigen. Plötzlich wird der Gesang immer leiser, verstummt schließlich ganz und Myria fällt keuchend auf die Knie. Tut mir leid, Freunde, ich schaffe es leider nicht. Wir werden wohl etwas anderes versuchen müssen, ach schade.
an einem Seil rüberhangeln? Dazu müsste zuerst einer von euch hinüberspringen. Wer ist der Glückliche? Ah, toll. Am ehesten macht Merit sowas, oder? Geschafft. Ihr werft euren Freund ein Seil zu und hangelt euch langsam hinüber. Ihr seid jetzt etwa 10 Meilen nördlich von Rübern, soweit ihr dies beurteilen könnt. Irgendwo hier müsste ein Zeichen zu finden sein, dass hier der Daspota-Schatz liegt. Oh, ich bin doch noch nicht so weit, das ist schön. Trotzdem würde ich gerne Doron davonziehen. Wobei Dringil hat ja auch recht viel Sinnenschärfe. Das heißt, wenn es da was zu entdecken gibt, dann ist Dringil vorn auch nicht der Schlechteste. Weiter. Aha, hier kann man Schleifspuren entdecken. Und beim zweiten Hinsehen auch Blut an einigen Zweigen. Nach nur wenigen Schritt erkennt ihr ein Weidengeflecht, das nur sehr schlecht einen Höhleneingang verbirgt. Wollt ihr? Die Tarnung entfernen und in die Höhle eindringen, natürlich. Da kommen die Raumangstwürfe. Der nächste Dungeon ist entdeckt. Und er heißt einfach nur... Habe ich eine Karte? Ne, habe ich gar nicht. Wieso habe ich denn hier keine Karte? Naja, er heißt auf jeden Fall eine Höhle. Und bevor die Helden auch nur einen einzigen Schritt nach vorn tun, kommt Dorun... Nee, jetzt ist Dringil ja doch richtig. Ja, oh Mann. Dringil, was ist denn dein Problem? Deine Waffe ist zerbrochen. Toll! Ach, diese Scheißskelette, das kann nicht wahr sein. Das war so ein sündhaft teures Florett. So, jetzt kann ich hier mal gerade wieder den Esel beladen. Den Stirnreif lasse ich mal im Gepäck von Gaskurin, weil der vielleicht magisch ist, was ich allerdings nicht so wirklich glaube. Dann sorge ich für ein neues Munitionchen hier. Und mache die Helden mal so ein bisschen einsatzfähig, was hier Piraten, Schätze und so weiter angeht. Die tote Piratin zwischen Ribon und Daspota hatte irgendwas erzählt von jemandem namens, keine Ahnung, Namen habe ich vergessen. Irgendein Schwein und irgendwelche Fallen. Das kann ich mir noch zusammenreimen. So, das Seil, das kann wieder weg. Wobei, ja, ich pack's erstmal weg. Ich muss daran denken, dass ich das da wieder auspacke, wenn die Helden dann weiterziehen. Hallo? Ich hätte schon ganz gern 9 Steine. Und hier 8 Steine. So, die Haken kommen zu Dorun. Hier habe ich noch genug Kram. Jawohl, das passt. Ja, das sieht ganz gut aus. Das Seil kann noch weg. Also das weg und dann Dorun. Hier, komm, Eselchen. Seil, Seil, Strickleiter und die Wurfhaken. Ja gut, die bleiben dann halt. So, so sind die Helden ausstaffiert und können dann mal anfangen, hier diese Daspota-Schatzhöhle zu erkunden. Aber damit geht es dann erst weiter im nächsten Teil. Bis dahin!